Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht am Donnerstag, dem 28. März 2019. Viele interessante Themen in unserer heutigen Sendung. Erstens, Brexit-Wirren, die Fortsetzung. Jetzt also Premierministerin Theresa May, die ihren Rücktritt anbietet, wenn man im Gegenzug dafür ihren Brexit-Deal annimmt. Und da gibt es jetzt spannende Entwicklungen. Gestern haben Abstimmungen stattgefunden im Parlament. Man hat über verschiedene Varianten sozusagen befunden. Ich habe das gestern kurz erklärt. Das Parlament hat ja eine Teilentmündigung der Premierministerin vorgenommen und selber sich sozusagen das Recht genommen, eigene Anträge, eigene Vorschläge zur Abstimmung zu bringen, sozusagen parlamentarische Initiativen, wie wir das in der Schweiz auch kennen, haben darüber dann befunden. Und da zeichnet sich ein Trend ab, dass eben der Hard Brexit, also der klare Austritt ohne Zollunion, das heißt also, dass man in der gleichen Tarif, also Zollabgabenstruktur drin bleibt, damit auch nicht die vollen Möglichkeiten hat, eine Außenhandelspolitik zu betreiben. Die Schweiz zum Beispiel ist nicht in einer Zollunion mit der Europäischen Union, dass so etwas eigentlich die größten Sympathien hat und der klare Schnitt, da traut sich dieses Parlament einfach nicht hin. Und das Interessante ist jetzt, dass sich in diesen ganzen verwirrten und verworrenen Shakespeare'schen Abgründen schwenken jetzt plötzlich die Hardline-Brexiteers, allem voran Jacob Rees-Mogg und auch, und da gab es sogar Buhrufe, Boris Johnson, der frühere Außenminister, der sich ja selber etwas zum Churchill-Ersatz oder Churchill-Nachfolger mit der Frisur stilisiert, der auch ein entsprechendes, übrigens sehr lesenswertes Buch geschrieben hat, der Churchill-Faktor, da war natürlich auch viel Selbststilisierung drin, dieses zweifellos hochbegabten Individuums Boris Johnson, aber eben, da fehlt ihm eben eine ganz wichtige politische Komponente und das ist sozusagen das stählerne Rückgrat in ganz grundsätzlichen prinzipiellen Fragen. Es ist ja das Schwierige auch in der Politik, die Urteilskraft zu haben, wann sind Bereiche da, wo man jetzt einen Kompromiss machen kann, wo man ein, ja, die Fünfe gerade sein lassen kann. Und wo sind aber Zonen, wo sind Gebiete betroffen, in denen man eben ganz geradlinig stehen bleiben muss. Und nach meiner Einschätzung fehlt eben diese, sage ich jetzt einmal, etwas fundierte Verwurzelung in einem klaren Werte- und Orientierungsfundament, die fehlt eben hier, die ist hier nicht zu besichtigen bei diesen Hardline-Brexiters, bei allen anderen natürlich auch nicht, aber das ist ja das, was in so einer Situation, wo alles im Fluss ist, alles etwas Lava, ist ja dann schon wichtig, wer bleibt eigentlich stehen, wo sind die Pfeiler, wo sind die Orientierungspunkte, das ist die ganz große Aufgabe eigentlich des Politikers im entscheidenden Moment, am richtigen Ort ja oder nein drücken zu können, wenn man es einfach auf das herunterbringt. Ganz wesentlich. Also, da wird es also zu weiteren Verschiebungen kommen. Dann die USA nach dem Mueller-Bericht, der ist ja jetzt draußen, großes Gezerre, dazu hochinteressante Berichte jetzt in der aktuellen Weltwoche von Hans-Rudolf Kamer und auch von Alan Dershowitz, dem amerikanischen Staranwalt, der von Pierre Heumann befragt wird. Und ich halte mich hier in meinen Ausführungen sehr an Hans-Rudolf Kamer, den ich ja noch von früher her von der NZZ her kenne und einer der sicher besten Amerika-Kenner ist, ein Transatlantiker und ein Genie der Nüchternheit und des realistischen, realpolitischen Blicks. Und Kamer hält einfach ganz glasklar fest, dass dieser Mueller-Bericht von dem Sonderermittler, der das habe das gut gemacht, habe sich an seinen Auftrag gehalten, habe auch in seinen Ermittlerbehörden, in seinem Ermittlerteam jene Leute entfernt, die quasi fanatisch ideologisch gegen Trump waren, hat auch im FBI entsprechend da Impulse gesetzt. Und sein Bericht kommt eben zum Schluss, wie ich das ja auch schon gesagt habe, dass Trump nichts vorzuwerfen sei, was jetzt irgendeine Art von unheiliger, unheilvoller oder gar illegaler Kollusion, also einem Zusammenspannen einer Verschwörung mit Russland darauf hindeuten würde. Das wurde von ihm kategorisch ausgeschlossen. Und jetzt rächt sich
für die Demokraten natürlich, dass sie hier auf eine ganz andere Karte gesetzt haben. Ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen. Die Demokraten haben in den USA eine Art von intellektueller Selbstverstümmelung vorgenommen in den letzten Monaten. Sie haben sich gar nicht mehr mit Trumps Politik auseinandergesetzt, sondern sie haben sich eigentlich nur noch darauf kapriziert, ihn mit diesen juristischen Sonderermittlermethoden aus dem Amt zu heben. Sie haben sich in eine Art auch Trance hineingeträumt, wenn man CNN schaut. Ich habe das ja früher hier laufen lassen, aber weil das etwas flimmert, abgestellt bei dieser Sendung. Auf CNN haben sie das ganz deutlich gesehen. Die haben permanent davon gesprochen, jetzt ziehe sich die Schlinge um Trump zu, jetzt sei es dann nur noch eine Frage der Zeit. Es wurden immer Sachen rausgereicht, durchgestochen aus diesen Ermittlungsuntersuchungen, aus diesen Verfahren. Und das Ganze wurde, wie sich jetzt zeigt, völlig falsch interpretiert. Also hat sich überhaupt keine Schlinge um Trump zugezogen. Im Gegenteil, regelmäßige Zuschauer dieser Sendung wird das nicht überraschen. Wir haben das natürlich immer herausgestrichen, zum Teil auch die extremen abenteuerlichen Verquickungen zwischen Obama, dann der Hillary Clinton-Kampagne und dem FBI-Ermittler und so weiter. Also das hat ja fast schon Hollywood-Charakter gehabt, verschwörungstheoriemäßig. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass die Demokraten hier wirklich sozusagen sich wie aus dem Spiel genommen haben und jetzt ihre Karte, die Trumpfkarte, die sie glaubten in der Hand zu halten, die hat sich aufgelöst, die ist weg, vaporisiert, die gibt's nicht mehr. Und vielleicht, so die Hoffnung auch von Kamer, würden jetzt die Demokraten endlich anfangen, sich inhaltlich mit Trump auseinanderzusetzen. Ich glaube, dort setzt auch die vernünftige Auseinandersetzung ein. Ich meine, das ist Demokratie, man hat einen starken Präsidenten, der sich auch noch vielleicht etwas stärker macht, als er ist. Und da ist es doch notwendig, dass er eine Opposition hat, eine demokratische Opposition, die ihm Widerstand leistet, aber eben im Inhalt und nicht mit irgendwelchen völlig verunglückten, an den Haaren herbeigezogenen juristischen Manövern. Also man soll sich jetzt endlich einmal verabschieden, so die Schlussfolgerung des Amerika-Kenners Kamer, diese Impeachment-Karte, diese Amtsenthebungskarte spielen zu wollen gegen Trump, lasst doch die Wähler abstimmen, deckt die Irrtümer von Trump auf, fordert ihn heraus im Bereich seiner Politik, aber nicht mit solchen Manövern. Letzte Fußnote dazu, ich habe vor vielen, vielen Jahren einmal ein interessantes Buch gelesen, auf eine Anregung in einem Artikel hin von Richard Hofstadter. Richard Hofstadter war ein Historiker, wenn ich richtig informiert bin, ein amerikanischer, und der hat das Buch geschrieben, The Paranoid Style in American Politics, also der paranoide Stil in der amerikanischen Politik. Und an diesem ganzen Verfahren sehen Sie jetzt diesen Paranoia-Stil sozusagen in seiner Verwirklichung, in seiner institutionellen Realisierung. Aber das Schöne ist, dass eben auch die Paranoia dann, so rational sind dann die Amerikaner wieder, dass eben auch die Paranoia letztlich zerschellt an der, Urteil Kamer, Vernünftigkeit der Institutionen dieses Staates. Und deshalb gilt eben auch für die Vereinigten Staaten, was für die Schweiz gilt. Die Staatseinrichtungen, die Institutionen sind viel vernünftiger oft als die Leute, die sie sozusagen betreiben und in Gang halten. Der Staat, die Staatsorganisation ist intelligenter als die Summe der Individuen, die sich darin bewegen. Das ist ein Naturgesetz bei wirklich gut gemachten Staaten, und die USA sind eben ein sehr sorgfältig und gut gebauter Staat, ebenso die Schweiz, und damit sind wir bei meinem Lieblingsthema. Deshalb ist es natürlich völliger Wahnsinn, wenn jetzt in Bern erwogen wird, dieses institutionelle Meisterwerk Schweiz an die Europäische Union anzudocken, denn die EU, meine Damen und Herren, hat institutionell noch nicht den Tatbeweis erbracht, dass sie wirklich institutionell gefestigt ist. Im Gegenteil, das ist ein wankender Pseudoriese auf einem Meer von Schulden, und da sollten wir uns auf keinen Fall andocken. Dann weiteres Thema, auch bleibe bei der Weltwoche, ganz interessante Ausgabe, Porträt von Thierry Baudet, dem holländischen Shootingstar der Politik, auch Weltwoche-Autor, hat sehr viel geschrieben, ist jetzt mit einem 23-jährigen Fotomodell liiert, sieht selber aus wie ein absoluter Hollywood-Star, Urs Gehriger hat ihn besucht, durchaus kritisch der Artikel, auch etwas, wie soll ich mal sagen, die Resonanztöne dieser Selbstinszenierung haben etwas für jetzt nüchterne schweizerische Augen auch etwas Merkwürdiges, dass sich da ein Politiker wie ein Jude Law, wie ein Hollywood-Schauspieler inszeniert und so weiter. Aber was ich wirklich bestätigen kann, Baudet, ein hochintelligenter, auch sehr guter Autor, er zeichnet sich aber selber unbescheiden als der führende Intellektuelle Hollands, also ein selbstbewusster
Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht, aber es ist nicht völlig falsch. Also er gehört sicher zu den interessanten Intellektuellen. Und hier kommt sozusagen eine neue, eine neue Schicht von konservativen Politikern, die natürlich im Medienmainstream als Populisten bezeichnet werden, eine neue Gruppe von konservativen Politikern, die einfach mit einer ganz anderen Geschliffenheit auftreten als vielleicht die Pioniere, die sozusagen die ersten Risse in die Burgmauern des Establishments gehauen haben. Jetzt kommen sozusagen die Salonlöwen, die aber auf der Grundlage diese Pionierarbeit der anderen Konservativen, die sich gegen den linken Mainstream gestellt haben, die da jetzt sozusagen etwas abernten. Aber am Schluss, das ist immer das Interessante, in der Politik gilt die lange Dauer, das ist der Marathonlauf. Wer setzt sich mit seiner Substanz auf die lange Frist durch und wer nicht? Und wer muss wieder ausscheiden? Das ist ja das Schöne, dass in unseren Systemen solche Möglichkeiten da sind. Dann vielleicht noch ein absurdes Thema, ganz kurz: Brüssel will die Verkehrssicherheit erhöhen. Brüssel kommt mit Maßnahmen, unglaublichen Vorschriften, wie jetzt Autos ihre Sicherheitssoftware ausbauen müssen. Also ein ganzes Behördenmonstrum von Vorschriften wird da wieder ausgebrütet in Brüssel. Und das Ganze muss man einfach unter der Rubrik abbuchen: Habt ihr noch alle im Schrank? Seid ihr verrückt geworden, solche Prioritäten zu setzen in der aktuellen Politik, wenn wir sehen, wenn wir die Wirtschaftsdaten anschauen, wie sich die Konjunktur entwickelt, wenn wir sehen, dass zum Beispiel in Deutschland die Wirtschaft tatsächlich in vielen Bereichen am Schwächeln ist, wenn wir beobachten, dass in Deutschland zum Beispiel die Automobilindustrie, Stichwort Diesel, sich in einer Art Akt der Selbstverbrennung befindet, zumindest der partiellen Selbstverbrennung befindet. Das sind Grundlagen des Wohlstands, die hier, sage ich jetzt einmal, etwas ins Rutschen geraten könnten. Zumindest stellt sich, vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber dann spätestens im nächsten Jahr, eine gewisse Abwärtsbewegung ein. Und vor diesem Hintergrund sind einfach diese Prioritätensetzungen, die diese Bürokratie da abgehoben irgendwo in den geschlossenen Abteilungen entwirft, die zeigen Ihnen eben ein institutionelles Defizit der Europäischen Union. Sie ist einfach zu weit von der Lebenswirklichkeit der Leute hinweg. Es müssen ja gar nicht böse Leute sein, die dort oben tätig sind. Aber sie sind institutionell bedingt zu weit von der Lebenswirklichkeit weg. Und das ist die entscheidende Diskussion, die wir heute in der Schweiz auch führen müssen. Wollen wir unsere Institutionen, die sehr bodennahe sind, relativ bodennahe sind, wir kennen keine besseren, wollen wir das anschließen an etwas Abgehobenes wie die EU, das sich im Moment mit solchen völlig übertriebenen Regulierungen im Verkehrsbereich auseinandersetzt. Ein letztes Thema, sehr, sehr brisant, und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe nämlich selber darüber geschrieben in der neuen Weltwoche. Es ist ja bekannt, ich bin kein Feminist, also ein sozusagen orthodoxer linker Feminist. Ich bin natürlich sehr für Frauen und keine Frage, selbstverständlich, ist da logisch. Ich komme auch aus einer Familie mit einer alleinerziehenden Mutter und starken Großmüttern und so weiter. Es ist ja nicht ist ja lächerlich, das so etwas überhaupt betonen zu müssen in dieser Political Correctness, die wir heute haben. Aber wenn ich diese beiden Berichte lese, die wir heute in der Weltwoche publizieren, einerseits zur ETH, andererseits zum Kanton Aargau, dann werde ich langsam zum Feministen, meine Damen, meine Herren. Ich werde zum Feministen. Meine, bleiben wir beim Fall ETH. Wir haben das untersucht. Übrigens Chapeau noch einmal an die Kollegen des Magazins Republik, wie sie das alles aufgedröselt haben in langen Recherchen. Es ist unglaublich, oder sagen wir es mal etwas zurückhaltender, es wirft gravierende Fragen auf, wie diese Professorin aus Italien, Frau Carollo, wie die entlassen worden ist. Die erste Professorin, also Professorin inbegriffen, die erste Person im Lehrkörper der ETH Zürich, die jemals entlassen wurde. Ich meine, es gab früher Wehrmachtsoffiziere an der ETH, denen man sogar teilweise noch so halbe Kriegsverbrechen nachweisen konnte, wegen Verjährung etc. nicht. Die konnten bleiben. Diese Frau Carollo muss jetzt gehen. Und wenn man den Fall anschaut, stellt man fest, ihr wurde nie rechtliches Gehör gewährt, man hat das gar nicht zugelassen irgendwie, das passierte nicht. Und zweitens, die Vorwürfe gegen sie wurden sogar erklärtermaßen von der ETH gar nicht sorgfältig überprüft. Das muss man sich mal vorstellen, sie werden irgendwo anonym angegriffen in einer Firma oder in einem Staatsbetrieb.
was Diät ja faktisch ist. Und sie erfahren nicht, wer die Vorwürfe äußert. Sie bekommen die Vorwürfe nicht zu sehen. Sie können sich nicht dagegen verteidigen. Und der zuständige Untersuchungsmann sagt dann sogar noch, ein Mann nebenbei sagt dann noch, ja gut, wir können diese Vorwürfe im Einzelnen auch gar nicht abklären. Nimmt sie also sozusagen für bare Münze. Tröstlich, dass sozusagen eine Intelligenzinstitution wie der ETH, vor der wir ja mit großer Demut stehen und uns quasi ja, das Gefühl haben, die seien uns intellektuell und intelligenzmäßig massiv überlegen, was ja auch stimmt, trotzdem auch an solchen Intelligenzinstitutionen sind solche Dummheiten möglich, solche Fehlurteile, dass man nicht einmal die Vorwürfe abklärt. Also hier ist die Politik gefordert. Und da werde ich zum Feministen, wenn ich solche Vorgänge sehe, wie diese Frau, eine Ausländerin obendrein, rausgemobbt wird. Also das ist der Eindruck, den ich habe nach der Lektüre dieser sehr, sehr sorgfältigen Recherchen der Republik. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Auch hier, da haben Sie die Pionierarbeit geleistet, die Kollegin. Dann Operette im Aargau, es geht gleich weiter. Gibt es die Regierungsrätin Franziska Roth, das ist diese Story hier, Franziska Roth, die Regierungsrätin der SVP, überraschend gewählt damals, und jetzt in einer völlig obskuren, auch eine Art Intrige, sogar von der eigenen Partei bekämpft, die da behauptet, die sei völlig unfähig, die Frau. Aber ich lese die Artikel, ich lese die Berichte, ich spreche mit den Betroffenen. Niemand kann mir sagen, was sie eigentlich genau falsch macht. Vielleicht macht sie etwas falsch, tatsächlich. Aber dann müsste man sie eigentlich mitteilen können, wenn man derart auf eine Person schießt, die da sozusagen noch als Parteikollegin an der Spitze eines Regierungsdepartements steht. Nichts davon. Also wir leben sozusagen in einer Art Welt der gefühlten Vorwürfe gegen Frauen an der ETH, auch im Kanton Aargau. Und die Männer, die das Ganze abklären und untersuchen, erweisen sich als völlig unfähig, diese Tatbestände irgendwo sorgfältig abzuklären oder dann wenigstens vernünftig nachvollziehbar zu kommunizieren. Also auch hier ein Fall, nicht so gravierend, jetzt natürlich wie die ETH, das ist etwas anderes, in einer ganz anderen Liga, aber es zeigt etwas atmosphärisch ein ähnliches, ein vergleichbares Bild. Und jetzt noch das letzte Thema, Sie haben es vielleicht mitbekommen, die aktuelle Weltwoche ist ein Sammlerstück, ein spezielles Sammlerstück, weil wir einen Artikel da drin haben über einen landesweit bekannten politischen Exponenten. Wir berichten da über einen sehr relevanten Fall, sehr relevant. Und zwar nicht relevant, weil wir das behaupten, sondern weil es aufgrund der ganzen Sachlage so ist, weil wir eben diese Person an ihren eigenen öffentlichen Aussagen messen, an öffentlichen Aussagen. Und diese Person, wir haben die auch kontaktiert, wir haben mit dem Kontakt, er hat uns hingehalten und so weiter, versprochen, die Fragen würden beantwortet. Und dann am Schluss kommt dann eine einstweilige Verfügung des Richters, man dürfe hier nichts publizieren, müssen wir natürlich umsetzen, wir halten uns an den Rechtsstaat, aber diese Verfügung kam so spät, da konnte man es nur noch einsetzen im Online, darum, wenn Sie die Weltwoche online lesen, ist dieser Artikel nicht drin. Wenn Sie die Weltwoche am Kiosk kaufen, können Sie den ganzen Artikel lesen, können Sie selber beurteilen, ob das relevant ist oder nicht relevant, und Sie können auch beurteilen, ob die Person, die hier thematisiert wird und hier die auch diese richterliche Verfügung veranlasst hat, übrigens ohne, dass der Richter, der Zuständige, den Artikel vorher lesen konnte, das ist einfach eine andere Form der Übung, da können Sie aber selber beurteilen, was Sie von diesem von dieser politisch tätigen Person halten wollen. Für mich also eine ganz unsouveräne Geschichte in diesem Zusammenhang, die tief blicken lässt, wie hier eine öffentliche Person mit etwas umgeht, was einfach hochgradig relevant ist. Denn es ist nun mal so, ich merke das ja als Milizpolitiker auch, wenn Sie irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, also als Journalist, ja, da müssen Sie sich an Ihren Worten, an Ihren Aussagen messen lassen. Und natürlich dürfen Sie sich zu Wehr setzen, wenn falsche Vorwürfe oder widerrechtliche Vorwürfe etc. erhoben werden. Aber das machen wir nicht. Und das ist auch alles belegt. Und deshalb kommt hier ein doch aus meiner Sicht sehr merkwürdiges Verständnis der politischen Tätigkeit zum Ausdruck. Ja, in diesem Sinne lasse ich es mal hier stehen. Wir sind schon bei 19 Minuten. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierhin gefolgt. Ich danke allen, die die ganze Strecke mitgemacht haben. Es waren einfach so viele interessante Themen. Nun wünsche ich Ihnen ein geruhsames, schönes Wochenende. Und freue mich, wenn wir uns dann am nächsten Montag wiedersehen. Weltwoche Daily, die andere Sicht, immer auf der Grundlage
von unbestechlichen Fakten und hoffentlich mit einer überzeugenden Urteilskraft vorgetragen. Das entscheiden am Schluss Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles Gute, danke.